Hallo zusammen. Heute machen wir ein Revisit. Ja, dreimal Re ist richtig, weil ich bin heute zum dritten Mal hier. Und ja, dieses Krankenhaus soll jetzt bald verkauft sein. Also mir ist gesagt worden, die Verhandlungen sind am Laufen. Es soll abgerissen werden und die sollen neu gebaut werden. Lange Zeit hieß es, es würde unter Denkmalschutz stehen. Aber nach Informationen ist dieses Gebäude nicht mehr zu retten. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, es ein letztes Mal zu besuchen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen mal nach, wie es jetzt momentan aussieht. Los geht's. Die Heizung steht auf 5. Muss nicht wärmen Sommer. Ja. Schön leise bitte. Mal gucken, ob wir allein im Gebäude sind. Das sind doch diese Röntgentafeln, die hier liegen. Ja, das bleibt nicht aus. Oh, okay. Das sieht aber nicht nach Einsturz aus. Das sieht nach Aufbruch. Das ist hier geknackt worden. Das ist hier verschlossen worden. Und das hat jemand mit Gewalt aufgerissen. Mit Erfolg. Mit Erfolg. Der Heizungsraum. Hier war mal die Werkstatt gewesen. Ah, der Bleistift hängt noch da. Ansonsten ist hier alles weg. Da waren damals noch viel mehr Sachen drin. Auch hier ist aufgebrochen worden. Das war ursprünglich zu. Tja. Hier geht's hoch, da gehe ich gleich mal hin. Also. Das war hier die Küche, das ist unverändert. Alte Edelstahlgeschirr steht noch da. Und wir haben hier wieder Langeweile. Die mit ihrer Scheißschmiererei nochmal. 17, 17. Nicht weiter. Das war der Bereich damals vom Hausmeister. Da gehen wir auch mal nicht. Gucken wir mal, was vom Krankenhaus noch übrig ist. Liegen noch jede Menge Bibeln. Die Hauptgänge sehen doch noch gut aus. Oh, okay. Hier kommt die Decke runter. So viel zum Thema, sieht gut aus.
Maschinen drin. Dunkle Kammer. Ja. Hier vorne war Büro. Hören wir mal raus. Nicht, dass man uns noch sieht. Bin ich hier gewesen. Ich glaube 2015 war das. Hier müssen wir jetzt auf die Fenster aufpassen. Dass man uns lichtmäßig nicht sieht draußen. Ja. Die alte Röntgenarmatur ist noch da. Schaltschrank. Hm? Röntgenbilder. Bereich. Hier wurde auch gut gewütet. Ach, Scheibe kaputt geschlagen. Der Rollstuhl ist noch. Hm? Ja, der stand aber damals schon da. Die Scheibe kaputt. Das war damals nicht. Zurück, da vorne kann man sehen. Zurück, andere Seite ran. Muss ja nicht sein. Na, hier fehlt die Lampe. Die haben sie geklaut. Die ist weg. Also vom Grunde her sieht es eigentlich noch gut aus. Mir das schlimmer vorgestellt, als man mir sagte, dass das Gebäude am Einstürzen ist. Das ist auch damals schon gewesen. Das Klo benutzt keiner. Verstehe ich. Das ist neu. Das war damals nicht. Das war damals nicht Gesundheit. Auch das hier war nicht. Mit einer Flasche gesammelt. Da liegt eine Bettpfanne. Boah. Finde ich nicht voll. Das ist nicht mein Problem. Ich muss sie nicht leer machen. Küche. Hat sich immer ein Schuh hingestellt. Die standen damals aber nicht da. Der Eimer und die Pinkelflasche auch nicht. Das ist auch dekoriert worden. Und auch hier kommt die Decke runter. Alles klar. Stimmt das also auch? Wow. Boden, der knarrt ganz schön. Auch hier kommt die Decke runter. Ja. Das ist dekoriert worden, das war nicht. Urinflasche. Vorhänge.
Rohr hat die damals auch nicht gestanden. Wer weiß, wo die das hergeholt haben. Sagen wir, gehen mal noch eins höher. Weil hier ist nichts mehr. Bin mal gespannt, wie es oben aussieht. Die Treppe sieht auf jeden Fall gut aus. Ist ja auch eine massive Steintreppe, davon abgesehen. Auch hier. Ja, die haben recht, das ist nicht mehr zu retten. Ja, das ist Verfall. Hat man zu lange nicht drauf geachtet, nicht in Ordnung gehalten. Und dann hast du die Quittung. Fehlen aber Maschinen. Hier haben damals Maschinen drin gestanden. Auf so Trolleys drauf. Toiletten. Katzenklo. Ist aber nur der nackte Dachboden. Können wir gleich mal hochgucken. Da wird aber nichts sein. Auch hier ist nichts. Gehen wir mal hoch. Die war eigentlich immer in Ordnung. Ich war ja oft hier oben. Du damals hier oben warst, weiß ich nicht. Hier haben sie nämlich die ganzen Bettpfannen stehen. Hier haben die nämlich auch noch so einen komischen Rollstuhl. Und jede Menge Bettpfannen. Aber beim Dachboden drüber laufe ich nicht. Hängt ein Wespennest. Ne, runter, hier ist nichts. Hängt ein altes Wespennest. Ist aber nichts mehr. Hier gibt's. Schaden an. Da kannst du nichts mehr machen. Da ist vorbei. Wow. Okay. Da fehlt da mal ein bisschen was. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier wieder runter. Das ist hier oben. Nicht besonders gut von der Substanz her. Ja. Das wird dann ein weiterer Lost Place sein, der dann jetzt in absehbarer Zeit verschwinden wird. So ist das Lauf der Dinge. Viel mehr gibt es ja hier leider nicht mehr.
pass auf, hier sind Schrauben und Nägel, die rausstehen. Nicht, dass du dann hängen bleibst. Ja. Gehst du vor? Nee, genau. Brauchst du Hilfe? Ja, wir sind raus. Das ist jetzt quasi das letzte Video. Und ja, vielleicht hat es euch ja trotzdem gefallen. Wir fahren jetzt wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.